Willkommen hier aus Berlin bei Z2X, dem Festival der jungen Visionäre. Ich bin Martin Kotinek von Zeit Online und bei uns diskutieren an diesem Wochenende 500 junge Menschen darüber, wie wir in Zukunft leben, lieben und arbeiten wollen. Mit dabei ist Conchita, Künstlerin und Sängerin aus Österreich. Unter anderem ist sie die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2014. Sie trat kürzlich im Opernhaus von Sydney auf und engagiert sich für Toleranz, Freiheit und Liebe. In den vergangenen Tagen haben wir Sie, liebe Leserinnen und Leser von Zeit Online, gefragt, was Sie schon immer von Conchita wissen wollten. Nun stelle ich Ihre Fragen. Wenn Ihnen noch weitere einfallen, dann schreiben Sie sie in die Kommentarfunktion und wir werden versuchen, so viele wie möglich jetzt live zu beantworten. Die erste Frage kommt von Art Pop Monster. Er oder sie fragt, wenn du die Möglichkeit hättest, deinem früheren Ich einen Ratschlag zu geben, wie wäre der, Conchita? Ich würde mir sagen, beruhig dich mal und alles wird gut. Alles wird gut. Und hab ein bisschen mehr Geduld. Das sind so die Dinge, die ich mir heute noch sage. Es hat sich also nicht viel getan. Julian Brandstätter fragt, was war der schönste Moment in deinem Leben? Ach du meine Güte, das ist wahnsinnig schwierig zu beantworten. Ich hatte wirklich sehr, sehr große Momente in meinem Leben. Ich denke, natürlich ist der Sieg beim Song Contest emotional schwer zu überbieten, was mir in meinem bisherigen Leben passiert ist. Nichtsdestotrotz freue ich mich gerade immer wieder, weil ich so viel unterwegs sein darf, wenn ich dann wieder nach Hause komme und meine Freunde und meine Familie sehe. Die beginne ich doch dann immer nach kürzester Zeit zu vermissen. Iris Jageki fragt, was hat sich in deinem Leben grundlegend geändert? Was sich grundlegend geändert hat, ist, dass ich eine Stimme bekommen habe, der man zuhört. Nicht nur öffentlich, sondern auch, wenn es darum geht, mit Partnern über Konzepte von Musikvideos bis hin zu Musik selbst zu diskutieren. Denn früher hatte ich viele Ideen und oft kam die Frage, ja, das ist alles ganz nett, aber wer bezahlt das? Und nun ist es so, ich bekomme die Frage immer noch gestellt, wer das bezahlen soll, aber mir wird zugehört und es wird daran gearbeitet, dass man meine Ideen so gut als möglich einbaut. Mhm. Ja. Userin oder User One People fragt, wie oft in der Woche trittst du als Conchita auf? Das ist unterschiedlich. Ich komme ja gerade aus einer dreimonatigen Öffentlichkeitspause zurück, wenn man so möchte. Ich habe mich damit beschäftigt, Musik zu machen und eben weniger aufzutreten. Somit hatte ich viele Wochen kein Make-up oder keine Perücke auf. Jetzt geht es wieder langsam los und im Schnitt ist es dann doch dreimal die Woche. Ja. Emma Maria fragt dich, wie lautet eigentlich der Ratschlag, der dir am meisten geholfen hat? Reg dich nicht auf, sei geduldiger. nein, es ist schwierig. Ich denke, ich habe viele Persönlichkeiten getroffen, die ich seit Jahren verehre und Riesenfan bin. Und wenn man sieht, wie die arbeiten und die wesentlich älter sind als ich, immer noch seine Leidenschaft haben und auch seine Kindlichkeit in ihrer Leidenschaft, dann ist es oft schon Ratschlag genug und ein Beweis dafür, dass wenn man dranbleibt und das macht, was man wirklich gerne macht und die Möglichkeit hat, das auch noch machen zu dürfen und in meinem Fall auch noch mein Leben damit zu finanzieren, dann ist es der beste Ratschlag, den man bekommen kann. Bleib dran und es klingt so wahnsinnig kitschig, aber wenn man einen Traum hat, dann sollte man den auch wirklich verfolgen. Mehrere Nutzerinnen von Zeit Online haben sich gefragt, was man tun kann. Momentan passiert so viel Schlimmes auf der Welt. Wie kann man mit gutem Beispiel vorangehen, um etwas Positives in der Welt zu verändern? Das ist immer ein bisschen schwierig, denn ich finde mich auch oft in der Situation wieder, die Ohnmacht, wenn man die Nachrichten heutzutage hört und liest, was kann ich denn als Einzelperson schon Großartiges anstellen? Aber das ist ein fataler Fehler, wenn man das tatsächlich dann auch so annimmt. Denn ich denke, dass man in simpelsten Situationen, wie zum Beispiel, ich nenne immer gerne dieses Beispiel, wenn ich an der Kasse stehe, und das kennen wir alle, dass die Dame oder der Herr vielleicht nicht so wahnsinnig höflich auf uns reagiert, obwohl wir unseres Zeichens nichts getan haben, hat man natürlich die Möglichkeit zu explodieren und darauf zu reagieren mit Aggression. Oder man tritt einen Schritt aus dieser Situation zurück und fragt sich, warum er oder sie gerade so schlecht gelaunt ist. Und vielleicht hat diese Person gerade den schlimmsten Tag ihres Lebens und man weiß es gar nicht. Und ich denke, wenn man da dann die Entscheidung trifft, gut, ich reagiere jetzt eben neutral auf alles, was gerade kommt, dann denke ich, dass man mit dieser positiven Einstellung auch Positives anziehen könnte. Ja.
Userin oder User Georgina China fragt, also sie hat zwei Fragen. Ja. Zum einen hast du Snapchat und zum anderen möchtest du mal Kinder adoptieren? Erstens nein. Und zum Zweiten, ich bin 27 Jahre alt, darüber habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Ich denke, dass ich irgendwann mal eine Familie gründen wollen würde, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir haben eine Frage von Hanna Kormotschnik. Sie fragt, Conchita, du bist Künstlerin, gleichzeitig aber auch Sprachrohrfühle, die bislang ungehört geblieben sind. Macht dir diese Rolle manchmal Angst und wie balancierst du Politik und Kunst? Mich ehrt das natürlich sehr, wenn man mich als Sprachrohr sieht. Ich sehe mich nicht als Sprachrohr. Ich sehe mich auch nicht als Vorbild oder eine Leitfigur für irgendwelche Bewegungen. Ich bin nur für mich verantwortlich und versuche aber in allen Situationen, in denen ich mich befinde, so gut als möglich, wie ich denke, zu handeln und hoffentlich was Sinnvolles zu sagen. Es ist schwierig, denn Menschen haben Erwartungshaltungen und wenn ich darauf eingehen würde und ich würde diese Erwartungshaltungen nicht erfüllen, dann könnte man sehr enttäuscht darauf reagieren. Und so habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich habe nie was versprochen, ich versuche einfach nur mit meinen Kräften die Welt ein bisschen schöner zu machen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen die Antwort auf die Folgefrage, denn so balanciere ich auch Politik und Kunst, denn ich mache mir keine Gedanken darüber. Es passiert einfach. Und manchmal ist es auch schön, einfach nur triviale Unterhaltung darzustellen oder darzubieten und nicht immer über den Ernst des Lebens nachdenken zu müssen. Jetzt gerade live gefragt hat Lena Free, wie stehst du zur Flüchtlingsdebatte? Wie stehe ich dazu? Meine Güte, das ist eine so überwältigende Thematik, eine so überwältigende Situation, in der wir uns momentan befinden. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, man muss sich in diese Situation versetzen und man kann Menschen nicht abschieben oder ausgrenzen. Wenn wir in einem Land leben würden, wo es plötzlich nichts mehr gibt, wofür es sich zu leben lohnt, würden wir uns auch wünschen, in einem Nachbarland, in einem anderen Land mit Respekt und wohlwollend aufgenommen zu werden, bis wir wieder selber auf den Beinen stehen können. Und davon bin ich einfach überzeugt. Unsere Leserin Lisa Fischer fragt, jetzt gibt es immer wieder so viele hässliche und abstoßende Kommentare über dich und zu deiner Person. Was glaubst du, woher diese ablehnende Haltung kommt? Ist es Unwissenheit oder fehlende Bildung? Ich denke, es ist mitunter ein bisschen Desinteresse. Prinzipiell muss ich auch sagen, es ist schön, wenn alle eine Meinung zu mir haben. Da bedanke ich mich sogar für die Zeit, die sie aufwenden, über mich nachzudenken und dann vielleicht auch über mich zu schimpfen. Aber ich habe nicht wirklich eine Meinung über solche Menschen. Was der Grund dafür ist, es ist mir ein bisschen unbegreiflich, denn wenn ich etwas nicht mache, dann beschäftige ich mich nicht damit. Und insofern, ja, es ist auch eine Frage, die ich mir manchmal stelle. Neu hinzugekommen ist auch eine Frage von Isabel Kern. Sie fragt, was hältst du vom Burka-Verbot? Vom Burka-Verbot? Mhm. Meine Güte, hier knallhart nachgefragt. prinzipiell... Das hat alles mit Respekt zu tun. Mir kann auch niemand verbieten, dass ich einen Bart trage und Make-up und lange Haare. Ich denke, wenn eine Frau aus tiefster Überzeugung eine Burka tragen will, dann darf sie das natürlich auch tun. Und mehr ist, denke ich, dazu nicht zu sagen. Emma Maria, Nutzerin, fragt, du hast die Meinung von vielen Menschen geändert, positiver gemacht. Glaubst du, bist du stolz darauf? Das ist, schließt auch ein bisschen an die vorherige Frage an. Ich könnte darauf stolz sein, hätte ich mir ein Konzept zurechtgelegt und hätte gesagt, so, und das ist mein Ziel, dass ich so und so viele Meinungen ändere und ich habe es geschafft, jetzt bin ich stolz drauf. Ich habe nichts aus Intention gemacht. Ich habe das einfach gemacht, weil das natürlich aus mir rauskommt und ich gar nicht anders kann. Es freut mich sehr, dass Menschen ihre Meinung speziell über mich geändert haben, beziehungsweise mir einfach auch zugehört haben und verstanden haben, worum es mir geht. Aber ich würde nicht sagen, dass ich stolz drauf bin, denn ich habe nicht wirklich was getan, um ehrlich zu sein. Gelige 4 fragt etwas ganz Praktisches. Soll man er oder sie zu dir sagen? Das ist eine lustige Frage, die bekomme ich oft gestellt, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich sage immer, what you see is what you get. Und wenn ich Conchita bin, dann ist es eine bärtige Frau und zu einer Frau würde man immer sie sagen. Und das ist dann irgendwie auch die Antwort. Aber es wäre auch komisch für mich, wenn ich dann als Tom rumlaufen würde und dann würde man sie zu mir sagen. Das ist irgendwie verständlich. Denke schon. Leonard Kokrek fragt, wie ist deine Meinung zu dem Stillstand bei den Verhandlungen um die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland? Also Stillstand ist prinzipiell mal blöd,
um das jetzt ganz banal sagen zu dürfen. Was die Gleichstellung anbelangt, wissen wir aus der Gay-Community, dass wir noch einen sehr, sehr weiten Weg zu gehen haben. Natürlich ist es schön, wenn darüber nachgedacht wird, ob eine Gleichstellung eintrifft oder nicht. Mir ist das ein bisschen zu wenig. Nicht nur ein bisschen, sondern mir ist das zu wenig. Denn ich verstehe es auch nicht, warum wir nicht gleichgestellt sind. Hier spreche ich aber auch nicht nur von sexueller Orientierung. Es ist Rassismus, es ist Frauenfeindlichkeit, es ist das Ungleichgewicht der Geschlechter. Das sind alles Missstände, die aus unserer Gesellschaft sehr schnell zu verbannen wären, wenn man sie nur ernst nehmen würde. Und deswegen finde ich das natürlich nicht gut. Petra Arnold hat gerade live gefragt, was machst du eigentlich neben dem Singen? Was mache ich neben dem Singen? Also ich bin ständig kreativ unterwegs, ob das nun meiner Arbeit als Sängerin dienlich ist oder nicht. Also entweder ich schreibe Musik, aber ich male auch wahnsinnig gerne. Ich bemale auch alle meine Möbel, weil sie mir meistens zu langweilig sind. Und das mache ich. Ich bin ständig in einem kreativen Prozess, der am Ende des Tages immer in meine Arbeit einfließt. Also selbst wenn ich denke, ich habe gerade einen faulen Nachmittag vor dem Laptop verbracht und mir nur YouTube-Videos reingezogen, erwische ich mich am Abend dabei, mich daran zu erinnern, und dann lasse ich mich, sagen wir so, von manchen Menschen inspirieren. Komponierst du gerade? Machst du gerade einen Song? Momentan? Ja, also nicht in dieser Sekunde. Aber nein, derzeit. Momentan nicht. Tatsächlich habe ich heute in der Früh in der Dusche einige Ideen auf mein Handy gesungen. Ja. Als Memo praktisch. Genau, also ich habe ein Hirn wie ein Goldfisch, deswegen muss ich das immer auch dokumentieren, sonst ist es in der Sekunde weg. Es gibt auch ein paar Fragen zur Musik, zum Beispiel von Kirsten Halefeld. Sie fragt, was ist beim Songschreiben für dich die größte Herausforderung? Die Worte oder die Musik oder die Geduld, bis alles endlich passt? Danke für den letzten Punkt. Es ist definitiv die Geduld, denn ich habe kein Rezept. Ich weiß nicht, ob die Melodie kommt manchmal vor dem Text. Manchmal habe ich Textfetzen in meinem Kopf, wo ich mir denke, das könnte schön klingen. Aber es ist dann definitiv die Geduld bzw. die Konsequenz, es dann auch durchzuziehen. Denn vielleicht kennen das manche, wenn man etwas schreibt oder etwas Kreatives macht, man verzettelt sich dann auch leicht. Man verliert sich in Details. Und kommt dann oft nicht am Ziel an. Und das ist wohl mein größtes Problem, dass ich dann eben durch mein träumerisches Wesen oft vergesse, wo ich eigentlich hin wollte. Jetzt schauen wir gerade, ob noch neue Fragen gekommen sind. Zum Beispiel von Carina Winter, ich glaube, ich spreche das richtig aus. Was ist körperlich und mental anstrengender? Songwriting oder eine Live-Tour? Definitiv das Songwriting, denn eine Live-Tour hat einen großen Vorlauf an Probenzeit, bringt einen großen Vorlauf an Probenzeiten mit sich. Somit habe ich den emotionalen und körperlichen Stress schon vorher absolviert, und die Tour sollte im besten Fall wirklich nur mal das Genießen sein. Deswegen ist es tatsächlich das Musikmachen an sich. Ja. Ich sehe hier Equal Rap, glaube ich, wenn ich das richtig sage. Gibt es einen Grund, warum du eigentlich Auftritte in den USA meidest? Meiden ist ein lustiger Ausdruck. Nein, ich meide das absolut nicht. Im Gegenteil, ich wenn es nach mir gehe würde, hätte ich schon längst einen Grammy. nein, aber es ist auch ein bisschen schwierig. Es ist ja auch Angebot und Nachfrage. Man fliegt ja nicht auf gut Glück mal hin und klopft dann alle Fernsehsender der Vereinigten Staaten. Das wird in Zukunft definitiv auch noch, wie soll ich sagen, offensiver geplant. Aber bisher gab es nicht wirklich so einen großes Bedürfnis, Grund rüber zu fliegen, wobei ich ja einmal in Los Angeles war, da war ich zu den Golden Globes eingeladen, das war sehr aufregend. Ja. Ich glaube, Petra Keller hat das so ähnlich formuliert. Was inspiriert dich? Wie kommst du zu deinen Gedanken für deine Songs? Alles. Also potenziell inspiriert mich alles. Natürlich kommt das nicht immer. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, so, und jetzt sehe ich mir diese Wand an und hoffe, dass mir irgendetwas entgegenspringt und ich lasse mich davon inspirieren. So ist es nicht, aber das passiert einfach. Und manchmal finde ich mich auch in Situationen wieder, wo ich mir denke, wie komme ich denn jetzt von diesem, keine Ahnung, von dieser Steckdose auf ein Lied über Glitzer? Ist mir gerade so eingefallen. Ist passiert oder Nein, ich habe versucht, ein wahnsinnig blödes Beispiel zu erfinden. Wir schauen auch, ob noch weitere User-Fragen live gekommen sind. Ich frage gerade den Kollegen, ob es noch was gibt. Anne Henning sagt, was hältst du von der FPÖ, der Freiheitlichen Partei Österreichs?
Also generell ist zu sagen, dass ich natürlich die Meinung aller Menschen respektiere und das auch zu respektieren habe, genauso wie alle Menschen meine Meinung zu respektieren haben. Dass ich das Parteiprogramm der FPÖ nicht zur Gänze unterstütze, ist auch klar. Nichtsdestotrotz, wie soll ich sagen, es gibt Wahlen, wir leben in einer Demokratie und wenn die Mehrheit für eine rechtsorientierte Partei stimmt, dann muss ich mich dem auch beugen oder ich wandere aus. Das sind die Möglichkeiten. Hartmund heißt er, glaube ich. Er fragt, Conchita, deine Kunstfigur polarisiert, dein privater Charakter auch. Mein privater Charakter auch? Ach so, das ist keine Feststellung, sondern eine Frage, Verzeihung. Nein, ich bin privat ein wahnsinnig langweiliger Mensch. Und viele sind immer überrascht, wenn sie mich dann fragen, wie ich denn so privat rumlaufe. Und ich sage, im besten Fall habe ich auch eine Unterwäsche unter meiner Jogginghose an. Und ich esse auch sehr gerne die kalte Pizza vom Vorabend. So sieht das Leben des Toms aus und ich mache Glitzer und Glamour. Schön. Viele von uns haben ja Probleme, mit einer Identität zurechtzukommen. Du hast ja gleich zwei. Wie jonglierst du da zwischen den beiden Welten? Ich habe nicht nur zwei, ich habe sehr, sehr viele. Wir alle sind so wahnsinnig facettenreich und ich denke, dass jeder damit anders umgeht. Wir sind alle miteinander seriös und wir sind alle miteinander auch in manchen Situationen wahnsinnig banal und lächerlich. Und das ist auch gut so und großartig. Ich habe in meinem Kopf irgendwie so viele Charaktere, dass viele von denen auch ein eigenes Aussehen brauchen. Und ich finde das immer wieder spannend, wenn ich das in unregelmäßigen Abständen tatsächlich dann auch auslebe und mich, ja, sprichwörtlich gesagt, anders verkleide, ich dann am Ende des Tages eine neue Person kennengelernt habe. Und das ist immer wahnsinnig spannend und sehr, sehr kreativ und macht unwahrscheinlich viel Spaß. Ich kann das jedem nur empfehlen, bei der nächsten Gelegenheit, bei der nächsten Motto-Party mal versuchen, wirklich ein ganz anderer Mensch zu sein und sich da reinzufühlen. Man lernt unglaublich viel über sich selbst und man geht einen Schritt aus der Komfortzone raus und also mir persönlich hat es immer wahnsinnig viel gebracht, so zu tun, als wäre ich jemand anders. Zum Abschluss hätte ich noch so eine Frage von vielen deiner Fans, die wollen wissen, wann kommt das nächste Album? Oh, das nächste Album. Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre eine Lüge. Das Einzige, was ich sagen kann, was keine Lüge ist, ist, dass es 2017 erscheinen wird. Ich weiß, es ist ein langer Zeitraum, aber ich schreibe fleißig an Musik und ich bin nicht langweilig und lehne mich, ich bin nicht faul und lehne mich zurück. Langweilig bin ich schon. Und hoffe, dass ich dann so bald als möglich fertig bin. Wir sind gespannt. Vielen Dank, dass du da warst, dass du heute da bist. Bei uns bei Z2X geht es heute weiter noch mit vielen anderen Livestreams, wie auch auf Facebook. Heute Nachmittag gibt es noch zwei weitere und morgen dann berichten wir auch auf unserem Liveblog auf zeit.de von unserem Festival hier. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis später. Sind wir raus? Oder seid ihr noch da? Dankeschön.